Ob Handy, Auto, Laptop oder Flugzeug. Sie alle verbindet eine Technologie, die hier im oberbayerischen Hauen ihre Wurzeln hat. Hier kam das Team von Impact Innovations auf die Idee, mit Hilfe von Kaltgasspritztechnik einen lukrativen Markt zu erobern. Uns war aufgefallen, dass in verschiedenen Industriezweigen, sei es Elektroindustrie, sei es Automobilindustrie, sei es Luftfahrt, unglaublich viele Anwendungen gibt, die nach Schichten schreien, nach Reparaturanwendungen schreien. Und da haben wir gesehen, dass genau diese Kaltgastechnologie die richtige Technologie ist, um diesen Industriezweigen zu helfen. Diese Idee hat das Team sozusagen mit Hochdruck umgesetzt. Und so funktioniert's. Mit dieser Maschine werden metallische Pulverpartikel mit hoher kinetischer Energie auf Bauteile und die Komponenten gespritzt. Beim Auftreffen entsteht der sogenannte Impact. Dabei entstehen festhaftende Schichten, die hervorragende mechanische Eigenschaften aufweisen. Zudem kann die Maschine, ähnlich wie ein 3D-Drucker, Formen und Gegenstände produzieren. Hier haben wir nun das fertige Pumpengehäuse. Die Fertigungszeit betrug nur rund 2,5 Stunden. Die Kunden sparen bei der Entwicklung ihrer Bauteile enorm viel Zeit. Und Zeit ist bekanntlich Geld. Unsere Kunden sind von dieser Technologie so begeistert, dass sie diese nun selbst in ihren Betrieb integrieren möchten. Da wir am Anfang nur Dienstleister waren und kein Hersteller von thermischen Spritzanlagen, war das für uns eine sehr, sehr große Herausforderung. So mussten wir eine neue Anlage zum Prototypen bis hin zur Serienreife entwickeln. Und das ist uns auch gelungen. Mittlerweile vertreiben die Unternehmer diese Technik weltweit. So erfolgreich, dass sogar schon in Vorproduktion gegangen wird. Die Zweifel und Hindernisse zu Beginn der Firmengründung sind also vergessen, auch wenn der Start nicht leicht war. Anfangs gab es einen großen Wettbewerber, da waren unternehmerische Nerven gefragt. Letztendlich hatte aber der Konkurrent das Potenzial des Kaltspritzens unterschätzt und gab den Markt frei. Wir hatten ja den Schritt gewagt, dass wir in den Anlagenbau einsteigen und waren dann auch so mutig, dass wir 2012 auf eine Fachmesse gefahren sind und den ersten Prototyp vorgestellt hatten. Natürlich hat es unserem Wettbewerber gar nicht gefallen und die wollten uns natürlich mit allen Mitteln bekämpfen sozusagen und uns das Leben schwer machen. Aber wir haben gesagt, nee, wir stehen das durch, wir haben den Schritt gewagt und dementsprechend konsequent haben wir den auch durchgezogen. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen schon 15 Mitarbeiter mit steigender Tendenz. Wir sind hier zu Hause. Damit meine ich nicht nur unsere Eigentümer, Leo, Andi und mich, sondern auch all unsere Mitarbeiter, die ausschließlich hier aus der Region kommen. Aber wir legen auch Wert auf unsere Lieferanten, dass die hier in den unmittelbar naheliegenden Landkreisen sind. Das heißt, wir haben Kollegen, Firmenpartner, Freunde, alle aus der Region. Und was gibt es denn Schöneres, wie in so einer tollen Gegend zu leben und zu arbeiten? Zu den regionalen Partnern gehört auch das Unternehmen SAB Technology, ein Spezialist im Bereich Zerspannungstechnik. Eine Stärke der Kooperation? Wir leben von der kurzen Distanz zueinander, zu einem jungen, kompetenten Team voneinander, wo wir schnell Projekte umsetzen und somit viel zur Entwicklung beitragen und die Entwicklung auch und neue Entwicklungsprojekte schnell umsetzen können. Hightech, Tradition und Verantwortung für Mitarbeiter und die Natur. In Zukunft ist mit weiteren einschlagenden Erfolgen zu rechnen.